Zuerst das Ergebnis von Christina Spree. Sie hat stark vorgelegt, mit 83%. Wie kann Alexander Matthias Rath kontern? 82,875%. H, 84,375%. Richter bei C, 81,50%. Bei M, 85,750%. Und Richterin bei B, 84,375%. Preliminary score for 681,83.775. Der nächste Reiter, meine Damen und Herren, für den ist Hagen Horses and Dreams immer etwas ganz Besonderes. Denn im Jahre 2008 gelang ihm hier mit Sterntaler UNICEF sein internationaler Durchbruch. Auf Anhieb etablierte er sich in der Weltspitze mit den Plätzen 2 und 3. Mit dem deutschen Team und mit UNICEF Sterntaler gewann er dann auch die Bronzemedaille mit dem Team bei der WM in Lexington. Vizemannschafts-Europameister wurde er dann bereits mit seinem neuen Pferd, mit dem er auch gestern hier mit einer beeindruckenden Vorstellung die Qualifikation zur Grand Prix Kür, dem Preis der von Ulrich Equine International, gewann. Viel Spaß wünsche ich Ihnen, liebe Gäste, mit Alexander Matthias Rath und Tutti Lazzi. Alle Blicke ruhen auf dem Paar, dann ging es los. Was für ein starker Trab, als ob er für das Publikum parandiert. Die Traversalverschiebung im Trab, schauen Sie sich diese Schulterfreiheit an, das ist ziemlich außergewöhnlich für ein Pferd. Der Ausdruck bei Totilas wirkt deutlich gelöster und zufriedener als zuletzt. Passage. Die Piaffe. Schauen Sie diese Grazie, diese Anmut. Wieder die Traversalen. Eine Passage. Piaffe. Das sind die Paradedisziplinen und dann ein sehr schöner Übergang. Und dann wieder der ganz starke Trab. Schauen Sie, wie er die Vorderbeine streckt. Und dann der Schritt. Langsam lockert er sich. Schön der Übergang in den Galopp.
und der verstärkte Galopp. Und die Zweierwechsel, oft ein Kritikpunkt, heute ganz sauber. Die Pirouette schön, vielleicht ein Tick zu hastig. Die Traversale im Galopp auch ganz schön. Und die Einer-Galoppwechsel? Noch einmal eine doppelte Pirouette. Und dann noch einmal Traversale und Piaffe ab durch die Mitte für Totias. Und dann haben sie es geschafft. Mit 88,075% gewinnt Matthias Alexander Rath nach dem Grand Prix auch die Grand Prix Kür vor Laura Bechtolzheimer und Christina Sprich. Jawohl, danke schön.